Ja, dann hallo. Ich sitze heute hier mit Alina, die ist endlich in Hallo. Köln, gibt ein Konzert und hat heute Zeit für uns. Wer ist Alina? Was für eine Künstlerin ist Alina? Was müssen wir über dich wissen? Erzähl uns alles. Ich hoffe, nur die guten Dinge fallen mir jetzt gleich ein. Moment mal, also ich bin, glaube ich, so eine ganz selbstständige Künstlerin. Das heißt, ich schreibe selber und verarbeite Erlebtes und mein Leben in meiner Musik. Und ich mache viel mit meiner Stimme und habe lange an dem Album gearbeitet. Da steckt wirklich viel, stecken viele, viele Jahre drin und viel Herzblut. Und ja, ich glaube, das wäre so erstmal als Einstieg so die wichtigsten Infos. Genau, gleich die nächste Info. Wie heißt das Album? Wir haben die CD leider nicht hier. Ihr Die habt die CD nicht. hat der andere Assistent und der sitzt beim Chiropraktiker. Ah ja, der Arme. Oh Gott, Genau. was hat er denn? Rücken. Nein, aber zurück. Wie heißt das Album? Das Album heißt Die Einzige und das nach dem gleichnamigen Song, der auf dem Album ist. Und genau. Ja, der ist übrigens gerade in die Twisted Mail Mac Playliste aufgenommen. Der Cool. ist sehr schön. Dann Oh. gibt es aber auch noch ein anderes Video. Jetzt Nie habe ich einen vergessen. Hänger. Nicht vergessen, Nie genau. vergessen, Nie genau. vergessen. Nie vergessen ist die aktuelle Single, genau. Sehr schön. Hört euch das an. Ich habe ja an die PR-Abteilung geschrieben, dass du mich, für mich so ein bisschen die deutsche Adele bist, weil du so Ach. eine tolle Stimme hast. Und ist das schlimm, dass ich das so gesagt habe? Oder. Nein. Nein, ich meine, Alina sind ja auch nur fünf Buchstaben und mit ihr verglichen zu werden, ist eher ein Kompliment. Und ich glaube zu wissen, dass mein Album und meine Musik total selbstständig sind. Es gibt ein paar Ähnlichkeiten, die kann ich nachvollziehen und deswegen, ich nehme es total locker und gelassen. Genau, aber nochmal zurück auf die Stimme. Warum hast du sie so lange versteckt? Weil das ist ja jetzt tatsächlich dein erstes Album. Ja. Und ich weiß jetzt nicht, wie alt du bist. Ich frage dich auch nicht, Ach, das macht don't mich immer. ask. Aber wo warst du so lange? Ich Ja, meine, ich habe. du hast gerade erwähnt, du hast sehr lange dran geschrieben. Ja, genau. Ich glaube, ich musste erstmal ein bisschen was erleben, um was zu erzählen zu haben als Künstlerin. Und bei mir war es so, dass ich ganz früh mit der Musik, ich habe ganz früh mit Musik angefangen und ich war immer klar, Musik, Musik, Musik. Und dann hatte ich einen Bruch damit und wollte das nicht mehr machen, weil ich auch ein bisschen enttäuscht wurde hier und da von der Musikwelt oder von den Dingen, die so passieren. Und bin dann auf die Suche gegangen nach einer neuen Seite von mir und habe dann was anderes erstmal studiert. Und das hat mich dann erstmal nochmal 4 Jahre gekostet, quasi. Ich sage jetzt gekostet, aber eigentlich war es gut, weil ich musste mich mal komplett entfremden und loslassen von der Musik, um eigentlich komplett wieder erst richtig zu mir als Künstlerin zu finden. Und dann bin ich ja vor 8 Jahren oder so, oh Gott, das ist schon länger, bin ich an die Popakademie. Nach Mannheim, weil ich dachte, okay, wo gehst du jetzt hin? Ich komme ja aus dem Dorf, du musst ja auch das nicht vergessen, wenn man so aus einem kleinen Ort kommt. Man muss ja erstmal an die Städte oder Orte gehen, wo Musik wirklich stattfindet, wo man sich entwickeln kann. Und Mannheim war so der erste richtige, wichtige Schritt. Und da habe ich dann nochmal so 3 Jahre gebraucht, um für mich das Deutsche zu finden und das erste Lied Kind sein, was auch auf der Platte drauf ist, zu schreiben. Und dann, damit begann dann so die Reise fürs Album. Und die hat dann 6 Jahre gedauert. Und warum es 6 Jahre gedauert hat, ist, könnte ich jetzt auch 6 Jahre lang erzählen. Ich Aber, glaube, so lang ist das Tape nicht. nee. Aber es gab eben, es hängt halt immer von vielen Leuten auch ab, die richtigen Produzenten zu finden, dann das richtige Management zu finden, irgendwo auch Geld aufzutreiben, auch rauszufinden in diesem Prozess, was will ich nicht, wie klinge ich gut, wie klinge ich nicht gut, was sind meine Geschichten, das auf den Punkt zu bringen. Und so peu à peu, das ging halt Schritt für Schritt für Schritt für Schritt. Und ich wäre, vor 4 Jahren hätte ich schon eine Platte rausbringen können, aber mein Team hat ja doch immer dran geglaubt, dass wir das irgendwie auch in einem größeren Stil und dass wir noch die richtigen Leute. Und dann musste ich auch mich sehr geduldig zeigen. Also ich bin eigentlich ein wahnsinnig ungeduldiger Mensch. Und es war auch für mich auf jeden Fall eine Zerreißprobe. Okay, nach 6 Jahren, der Moment. Jetzt ist es da, jetzt ist es fertig. Was hast du gemacht? Geschrien, getanzt, geweint, ganz ruhig meditiert? Also da fallen mir 2 Momente ein. Der erste Moment war, als das Ma sogenannte Masterband abgegeben wurde, sprich die fertigen Songs wirklich dann fertig gemischt und gemastert. Und das ist dann so der Moment, wo dieser Kreativprozess komplett abgeschlossen ist musikalisch. Und das war tatsächlich letztendlich nur eine Mail.
wo es dann, ja, jetzt haben wir es ja. Und ich saß dann in der S-Bahn und dachte so, ach du Scheiße, jetzt haben wir es ja. Und dann irgendwie bin ich in Tränen ausgebrochen, aber es war so richtig unspektakulär leider. Und dann gab es einen zweiten Moment, und zwar bei meiner Plattenfirma haben wir was gedreht, Track by Tracks gedreht. Und ich wusste nichts davon, dass die CD schon gepresst fertig war. Und dann haben sie mir das einfach auf den Tisch gelegt und ich habe es dann gesehen und so, oh, war total geflasht und überwältigt. Und das dann in den Händen halten können, das war auch ein ganz krasser Moment hier. Das ist schön. Und jetzt frage ich dich noch ein bisschen nach privaten Dingen, nach spaßigen Dingen. Okay, spaßig vielleicht gerade die erste Frage nicht, aber wichtig, machst du irgendwas in Sachen Charity? Puh, ja, also ich war ja beim Peace by Peace Festival dieses Jahr mit dabei und das ist auch ein Thema, also die Flüchtlingsthematik, die liegt mir sehr am Herzen. Damit kann ich mich identifizieren. Meine Großeltern sind beiderseits geflohen damals nach dem Krieg aus Ostpreußen und das ist mir, ist zum Beispiel so ein Herzensthema. Ja. Okay, beschreib uns deinen besten Freund oder beste Freundin. Mein besten Freund. Mein bester Freund spielt bei mir in der Band. Und der ist einer der gutmütigsten und herzlichsten Menschen, auch sehr ruhig und gelassen in Momenten, wo ich eher aufbrausend werden kann. Also eine sehr gute Ergänzung. Klingt gut. Ja. Wegen welcher Extravaganz solltest du dich eigentlich etwas schuldiger fühlen? Ha. Ha. Too many, darling. Auch eine Frage für dich. Wir wollen sie alle wissen. Nein, ein, zwei. Also ich liebe Make-up über alles. Beauty und Make-up. Also das KDW, die Beauty-Abteilung, ist my home place. Also es ist my happy place. Da gehe ich immer hin, wenn es mir schlecht geht. Und gerade auch in Zeiten, wo ich wenig Kohle hatte. Nicht, dass ich jetzt schon unglaublich reich wäre. Aber da bin ich dann extra sogar hin und habe mir dann einen Lippenstift für 50 Euro gekauft. Weil irgendwie, das hat mir total geholfen, mich da so zu verlieren in dieser Traumwelt. Und ich glaube, das ist immer wieder, da geht immer wieder ein bisschen zu viel Geld flöten. Obwohl es mir ja auch auf der Bühne und so hilft, wenn ich mich selber schminken kann. Ja, aber ich besitze schon etwas zu viele Lippenstifte und Co., würde ich mal sagen. Das macht nichts, es gibt Schlimmeres. Was bringt dich garantiert zum Lachen, außer Lippenstifte? Süße Tiervideos, auf jeden Fall, großer Fan von süßen Tiervideos. Und Vanessa, meine wunderbare Assistentin, hat ja einen Mops, der heißt Erwin. Den durfte ich vor kurzem kennenlernen und da raste ich komplett aus. Also, das ist ja mein Traum, auch einen eigenen Mops zu haben. Und der lacht alles an mir. Okay, also sind Möpse sozusagen deine Lieblingstiere? Och, ich liebe oder alle Tiere. Und du brauchst mir nur einen Hund, du brauchst mir nur einen Hund, okay. Egal Katze, auch irgendwelche süßen Panda-Bären oder Nilpferde oder, oh Gott, ich kann mich wirklich für alles begeistern. Ich weine dann auch, also ich bin total emotional. Ich lache, ich weine. Spinnen. Geht mir manchmal auf Facebook. Spinnen finde ich, wir haben heute eine süße Spinne entdeckt. Es geht, ja. Nein, aber es gibt jetzt eine süße Spinne namens Larry oder so, wie heißt die? Lukas. So eine animierte mit so großen Augen. Okay, animiert. Ja, okay. Okay, animiert. Ich habe witzigerweise keine Angst vor Spinnen. Ich bin ja eher, Schlangen sind nicht so meins. Schlangen sind auch eklig, aber nein. Das ist der perfekte Übergang zur nächsten Frage. Was würdest du auch niemals mit einer Kneifzange anfassen? Eine Schlange. Auf sehr, jeden Fall. Sehr die einäugige Schlange. Manche von denen würde ich auch nicht anfassen. No way. Kapiert, aber das sehr nervt. Ich auch nicht, da komme ich auch nicht mehr hinterher. Das ist schon zu lange her. Also ich habe ihn kapiert. Ja, ich weiß nicht, ob das so. Lassen wir das. Über unseren Kameramann reden wir heute nicht. Ihr kennt ihn alle von Instagram. Jetzt ratet einfach. Auf der Bühne fühlst du dich? Auf der Bühne fühle ich mich manchmal ausgeliefert, manchmal der glücklichste, stärkste Mensch der Welt, überwältigt. In meinem Element, manchmal auch verloren, im positiven wie im negativen Sinne, energetisch bis komplett ausgelaugt, also da gibt's alles auf der Bühne. Gut, kleine Zwischenfrage, weil wir gerade bei Bühne sind, du bist ja gerade auf Tour. Ja. Heute egal. Ach so, ja gut, dann sich das mit den Tourdaten. Leider erstmal noch keine neuen Tourdaten, aber wir arbeiten schon an der Tour für 2018. Aha, also bleib dran. Immer dranbleiben. Welche große Platte der Musikgeschichte findest du ganz schlecht? Gibt's da so eine richtig berühmte, wo ich sage, kann ich nichts mit anfangen? Ja, das fällt mir natürlich nicht ein, weil ich die einfach ausblende, weil ich die einfach nicht höre. Das ist schwierig. Da muss ich jetzt mal in Ruhe nachdenken.
dann stellen wir das mal zurück und reden erstmal über Männermode, weil wir sind ja auch in erster Linie ein Modemagazin, nur für Fashion Männer. Fashion ist natürlich auch ein Guilty Pleasure meinerseits. Aber wir machen nur Männermode. Was? Deswegen darfst du uns jetzt sagen, was willst du an einem Mann immer sehen oder im Kleiderschrank immer sehen und was geht gar nicht? Also ich glaube, so ein schönes, so ein hochwertiges, schönes schwarzes T-Shirt oder weißes T-Shirt, das, ich meine, das sind so basic, das finde ich wichtig. Einen schönen Schuh, also es kann ein Sneaker sein, es kann aber auch was Eleganteres sein. Ich mag ja auch Männer, die ein bisschen extrovertierter sind in ihrem Look. Also es kann aber in jegliche Richtung gehen. Ich mag, manchmal mag ich das Grungige gerne, dann finde ich das Schicke toll. Oder auch so ein bisschen diesen Hipster-Look fand ich auch eine Zeit lang toll. Ich gehe da auch gerne mit Trends. Es muss dem Mann stehen, es muss so ein Gesamtkonzept sein. Und ich finde, der Mann muss auch gepflegt rüberkommen. Das ist das Allerwichtigste. Sehr wichtig. Mhm. Und was ist ein absolutes No-Go im Männerkleiderschrank? Und also so, ich, also feinere Unterhosen führen von Opa. Ich glaube, das ist so, du weißt, so eine typische weiße Unterhose. Ich weiß, ja, aber das sind so Sachen, die blenden wir komplett aus, so wie du die schlechte Musik ausblendest. Weg damit. Richtig. Wenn alles vorbei ist, die Party, das Konzert, wie chillst du gerne? Oh, das lerne ich gerade, glaube ich. Also da entdecke ich jetzt so Sachen, die mir gut tun, die mir nicht so gut tun. Ist schlafen, irgendwie gut schlafen zu können, natürlich das Allerwichtigste. Immer. Und manchmal gelingt, also es, im letzten Hotel, wo wir waren, war super vom Bett und dann variiert das immer. Manchmal sind die Betten nichts, dann ist das Kissen nichts, dann muss man, darf man sich nicht zwingen, einschlafen zu wollen und oh, dieses Schlafenthema, also hält mich auf Trab und schlafen ist das Wichtigste. Und tatsächlich dann aber, manchmal bin ich erschöpft, aber dann gehe ich dann doch nochmal bei D und Glas vorbei oder anderen Konsorten, die Beauty-Produkte verkaufen. Und das ist für mich einfach Entspannung. Ich gehe da rein und dann sehen da, sind die ganzen Lippenstifte und die Düfte und die Farben und Texturen und da verliere ich mich dann. Da kannst du den Kopf abschalten. Das ist ganz Alina in Wonderland. Yes. Du brauchst gar keinen Schlaf, du brauchst nur eine Parfümerie. Ja, eine eigene Parfümerie. Schieb mich mit dem Bett auch in die Parfümerie. Das wäre so ein Traum. Auf so einer Chaise Lounge. Irgendwie so, hallo, ja, jetzt gehen wir shoppen, so halb am Schlafen. Ne? Tom Ford. Ich sag jetzt, Zweitkarriere. Mach deinen eigenen Beauty-Salon auf, stell da. Habe und ja. Empfängst deine Gäste dahin gegossen auf dem. Also ja, ich habe also ja in meiner Zeit auch viel genebenjobbt und habe ja auch im KDW gearbeitet zum Beispiel. Ich habe ja selber Make-up verkauft und Leuten Make-up aufgetragen und ganz viel darüber erzählt. Und das ist nun wirklich echt eine richtig große Leidenschaft und ich kann mir auch durchaus vorstellen, vielleicht das ein oder andere Produkt irgendwann mitzuentwickeln, weil mich das einfach so fasziniert und das so toll finde. Und so, man braucht, glaube ich, auch ein bisschen was noch neben der Musik. Und so sehr Musik auch mein Leben erfüllt und meine ganz große Liebe ist, ist es nicht schlecht, so ein paar andere Zufluchtsorte. Ja, also wir haben jetzt gerade viel über eigenen Beauty-Salon und Chaise Lounge gesprochen. Das heißt, wir sind beim Thema Pläne. Du hattest es auch schon angesprochen. Neue Tour vielleicht dann in 2018. Ja, also ich würde mich freuen, wenn ihr 2018 auf die Tour kommt. Das war jetzt schon wirklich eine ganz kleine, aber sehr, sehr feine Tour, die ich gespielt habe mit einer Mega-Band. Und das ist, gibt mir auch ganz viel, die Leute jetzt kennenzulernen und mit denen dann am Merchstand zu quatschen und das Feedback zu den Songs, welche Lieblingssongs und die Leute sind ja so süß, die schreiben ja und erzählen mir wirklich ihre Lebensgeschichten. Also meine Musik ist ja auch sehr ehrlich und genauso begegnen mir jetzt die Fans oder die Menschen, die meine Musik mögen und das ist wirklich das größte Geschenk. Also das, und das spürt man natürlich auf Tour, wenn man den Leuten begegnet am meisten. Und was gibt es sonst noch für Pläne? Ja, ein Hund auf jeden Fall. Es steht ganz weit oben. Der sitzt dann neben der Chaise Lounge. Oder kriegt er seine eigene Die einäugige Mini- Schlange mal wieder zu treffen? Das muss erzähl ich dir nachher. Gleich noch erklären. Meine Ängste zu überwinden, sagen wir es mal so. Nach New York steht auf dem Plan, Mariah Carey treffen. Ist auf jeden Fall ein ganz großer Lebenstraum von mir. Einmal persönlich Mariah, the one and only, Team Mariah, I'm a Lambly. Kann ich verstehen. Ja. She's the Soll ich euch zwei only. Alleine lassen? She's the one and only. Und Vanessa und ich fliegen jetzt im Dezember, wenn alles klappt, zur Christmas-Tour von ihr. She's the queen of Christmas and we're gonna appreciate that, darling. Ich finde es super, dass du mir immer so Bombenübergänge gibst, weil wir stehen ja fast kurz vor Weihnachten. Ja. Alina, die Frau, was wünscht sie sich zu Weihnachten und was sind absolute No-Gos als Weihnachtsgeschenk? Also man braucht mir wirklich kein Sachbuch schenken. Stapel.
Ich lese auch nicht so gerne. Obwohl ich mich viel mit Sprache beschäftige, ich hatte ein traumatisierendes Erlebnis, dass ein Ex-Freund von mir mal mir so ein Buch geschenkt hat über eine Frau, die irgendwie nie verreist ist und immer nur davon geträumt hat, zu verreisen. Und ich habe immer gesagt, ich lese nicht gerne. Das, wow. Also wenn man das Gefühl hat, jemand kennt einen nicht. Ne? Das ist, man kann, also so, alles, was da wo wir vorhin schon drüber gesprochen haben, kann man machen. Also Lippenstifte, her damit. Und ich schenke ja auch sehr gerne selber. Ich finde es aber schwer, auch wirklich da das Richtige zu finden. Also du lässt dir gerne auch Lippenstifte und sowas schenken? Also ja, es ist nicht Gott. Persönlich, dass du das Hammer. Immer selber kaufst? Nein, das ist das Tollste, wenn mir ein Mann irgendwie einen schönen Lippenstift schenkt oder natürlich auch ein schönes Schmuckstück oder mich ausführt zum Essen oder so. Sowas liebe ich schon. Also sowas ganz Weibliches. Wenn all deine Fans dir jetzt Lippenstifte schicken, dann... Ne? Mit meinem Namen eingraviert am besten. Ich hoffe, du oder hast ein Mops, wo noch so ein Lippenstift dranhängt. Ich hoffe, du hast genug Zimmer in deiner Villa. Jetzt sagst du uns nur noch schnell, auf welchen Social-Media-Kanälen man dich wie am besten erreicht. Ja, auf jeden Fall. Kommt mal auf Instagram. Ich mache auch gerne Insta-Stories. Also ihr findet mich unter Alina offiziell, alles klein und zusammengeschrieben. Also Alina dann offiziell mit Doppel-F und Doppel-L. Und auch Alina offiziell auf Facebook. Also eigentlich findet man mich auf allen Social-Media-Kanälen. Ich habe aber auch einen eigenen Vivo-Channel auf YouTube. Der heißt, glaube ich, Alina Vivo. Und es gibt noch, Moment, da kommt ja hier gleich mal die Scholle raus. Da gibt es noch eine Homepage von mir, alinamusik.de. Ja. Aber Instagram bin ich wahnsinnig aktiv. Und Facebook auch. Und ich antworte so gut ich kann auf die Kommentare. Ich lese auf jeden Fall alles. Also das ist mir ganz wichtig. Und es ist so interessant und spannend, eben in Kontakt zu treten mit den Leuten. Was ist mit Snapchat? Hatte ich mal ganz am Anfang, aber seit es Insta-Stories gibt, ist das für mich überholt. Und irgendwo hat der Tag natürlich auch mal ein Ende. Also ich finde, zu viele Kanäle, das ist dann too much. Leider. Richtig, ein Kanal kann einen schon umbringen. Ich spreche da von Instagram. Ja, ja. Gut. Jetzt fällt mir nichts mehr ein. Jetzt habe ich dich, glaube ich, ausgequetscht. Erwartet, glaube ich, meine Bandnudeln warten noch. Die werden sonst kalt. Ja, wir haben sie warm. Also, ihr wisst Bescheid, Alina offiziell und nächstes Jahr auf die Tour und die einzige und überhaupt und sowieso. Vielen Dank, dass ihr euch Zeit genommen habt. Und Lippenstifte, Lippen, aber nur die guten. Rote Lippen soll man küssen. Ciao.